Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier im verwunschenen Wald abgestürzt mit unserer armen Prima Vista, das Schifflein, das da hinten als Wrack vor sich hin brennt. So wie es ausschaut, haben alle überlebt, aber Vivi und Garnett sind verschwunden. Wir haben im letzten Part gesehen, dass sie von einem Monster angegriffen wurden und wir hoffen, dass es ihnen gut geht. Na gut, Sina. Richtig, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Wie schaut es bei dir aus? Das Schiffsinnere übernehmen wir, Jeb. Such du doch mal die Gegend ob, Zidane. Ja gut, Mama. Alles gut. Dann gehen wir mal. Mit unserem lieben Moku-Freund hier haben wir schon, Mokri-Freund haben wir schon gesprochen. Der verwunschene Wald. Ich habe das bisher immer so gehandhabt, dass ich, bis ich zum Endgegner kam, schon Level 10 war. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Auf jeden Fall müssen wir mal dubschen, wie das Inventar denn so ausschaut. Für unsere lieben Zidane. Ability-mäßig können wir auch mal anschauen, was sind jetzt Abilities. Hier sieht man schon, und tschüss, das sind eben Spezialfähigkeiten, die wir eben, wie wir schon besprochen haben, vor einigen Parts, die wir eben erlernen können. Also benutzen können wir diese Fähigkeiten und wir können auch Sachen anlegen, wie hier zum Beispiel den Kavalier. Dazu brauchen wir eben diesen Harnisch dort, diese Rüstung. Und dann können wir mit Hilfe dieser Ability-Pünktchen diese Sachen auswählen und sie dann für den Kampf nutzen. Geld und Leben. Stehen da zufälligerweise Hinweise dabei? Achso, auch bei einer Flucht erhält man Gil. Das ist super, können wir gleich durchlesen. Kavalier nimmt weibliche Charaktere in Schutz. Das ist sehr gut. Geld und Leben. Fliehen, müssen wir fliehen. Normalerweise, also ich werde aus keinem Kampf fliehen, wenn es nicht Not ist. Aber wir haben so viel Pünktchen, rüsten wir es halt dabei mal aus. Fisch. So. Gehen wir wieder zurück. Anlegen ist auch so eine Sache, ne? Rüstungsteile. Was hat denn der gute Zidane? Nein, ich will anlegen, bitte. Also, vom Dolch her lernen wir und tschüss. Ihr seht es 40 Mal, müssen wir den Dolch benutzen, damit wir eben diese Fähigkeit lernen können. Der Hut, der Lederhut bringt uns leider nicht viel, denn Feuer können wir nicht erlernen, dient uns aber momentan als Schutz. Der Armreif bringt uns eben Geld und Leben bei und die Lederweste bringt uns den Kavalier bei. Dann gibt es hier noch zusätzliche Sachen, Schmuck und so, aber da besitzen wir noch nichts. Gut. Na, würdest du bitte zurück? Dankeschön. Also gut, dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit dem Kampfelein. Die Viecherleins erscheinen einfach so per Zufall. Ich habe hier halt trainiert wie eine Wahnsinnige immer. Wir müssen sowieso. Also leveln ist bei Final Fantasy Pflicht. Ich habe beim Endgegner, also vom Spielverlauf den Endgegner, ohne die Zusatzbosse, habe ich Level 75, glaube ich, gehabt. Es geht bis Level 99. Also da können wir schon was machen. Reißzahn. Aua. Das hier ist ein aggressiver Hase, ja. Also, ihr Lieben, wenn ein Jägerlein einen Hasen jagt, hier, dürft es ihm gar nicht böse sein, weil die fressen Leute. Jawohl. Sehr schön. Erfahrung und AP-Punkte erhalten. Okay, wie viel? 23 und 1. Yeah! Wup, 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 wup. Level up. Super. Wir haben 90 Gil erhalten und sind eigentlich für so ein junges Büble stinkend reich. Passt. Mit X bestätigen. Jawohl. Wir sind reich, wir sind reich, wir sind reich und stinkend vor lauter Geld. Lalala. Oh ja. Da. Die, die,
Nordsee übrigens ist ein Isergrim, soweit ich weiß. Und er stirbt uns an. Aber, oh, stimmt. Was sollte ich nicht vergessen? Stibitzen. Schau mal. Yeah, eine Phönixfeder hat sich schon mal ausgezahlt. Der Gegner kriegt dafür zwar keinen Schaden, aber wir bekommen dafür Items. Und du mal gleich nochmal schauen, ob ein Harvey nichts ist. Nein, schau mal. Jetzt möchte ich mich mal heilen. Mit, hoppala, mit einem Item. Ja, das, was wir gerade gestohlen haben, das verwenden wir gerade. Ja. Süppi. Jetzt kannst du angreifen, du Feder. Federvieh, genau. Du Fellknäuel, wollte ich sagen. Die Musik ist immer noch verdammt laut, ne? Oh, Entschuldigung. Ich träume schon wieder. Diebstahl fehlt. Der hat noch was. Das dauert aber echt verdammt lange. Wenn ich jeden so ausraub, das dauert Ewigkeiten. Die bringen den Scheiß noch mit drauf. Das brauchen wir da 20 Jahre. Das könnte ich dann machen, wenn wir unser Team vergrößert haben. Und tschüss, du Kaninchen. Jawohl. Und die Siegesmusik. Passt, erhaltene Gil. Ich werde hier aber nur bis Level 5 mal machen. Sicherheitshalber. Und werde dann gleich weitergehen, weil die anderen 5 Level oder zumindest ein paar Level, damit die anderen auch aufrücken können, die uns dann begleiten, werden wir dann im späteren Verlauf des Waldes hier machen. Da brauchen wir auch nicht durch die Gegend gehen. Da gibt es nämlich so einen kleinen, eine kleine, soll man sagen, Situation, wo man recht gut leveln kann. Schau mal, du, was hast du, Goblin? Ja. Wenn das weitergeht, kann ich es eh schon brauchen. Wir sind schon so weit. Dann nehmen wir es gleich wieder. Hui! Bam, 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 bam. Da fällt mir dann aber gerade ein, wir haben ja für Zidane neue Dolche bekommen, ne? Die könnte ich mir jetzt gleich mal anschauen. Bäm! Yeah! Wupp, wupp, wupp! Stufe aufgestiegen! Supi! Und noch eine Portion, bekommen. Also, Heildings. Entschuldigung, Pause, genau. Warte mal. Anlegen. Da brauche ich fast gar nichts trainieren. Kann das dasselbe? Oh ja, und wir lernen Räuberauge auch dazu. Schau mal, ob uns das helfen kann. Also. Nein, war schon so. Ja, ich Blitzbirn. Lesen wir doch gleich mal durch, was denn diese Fähigkeit kann. Ah. Vielleicht geht das ja. Nein, das benutzen. Doch so. Und tschüss. Die Flucht gelingt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das Räuberauge Einzelvisier Gegner. Man erfährt, was für Items der Gegner mit sich trägt. Ja, das ist natürlich eine feine Geschichte, ne? Ich bin ein Profi. Ja, ja. Mhm. Natürlich, wenn wir das doch schon haben, sollte man es auch nutzen, ne? Also wie gesagt, 2 Level machen wir noch und dann tun wir weiter. La 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 la. Meine Stiefel werden nass. La 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 la. Dann fühlt es sich an wie bei Blank seine. Also bei den Soldatenstiefeln, ne? Schöne, du, ein schöner Dolch, muss ich echt sagen. Schaut wirklich hübsch aus. Dann würde ich sagen, Technik.
Nein, nicht der Technik. Aber Goblin? Was hättest du denn? Glubsch, glubsch. Potion besitzt er. Und dann sind wir auch schon fertig. Boom. Aua, du Mistviech. Bau, bau. Können sie mehr stibitzen, ist ja wurscht. So viel Leben haben wir ja. Yeah. Bau, bararara. Bau, 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 bau. Und Angriff. Yeah. Oh, das ist der Vorteil mit dem hübschen Dolchelein. One shot. One hit eigentlich. Sehr schön, her mit den Sachen. Keine Items leider, weil wir ihm alles gespitzt haben. Aber wir nehmen gern seine Kohle mit. So, ja, dann gehen wir weiter. Ich finde die Musik auch so schön. Servus! Dann werden wir gleich stupitzen. Der hat hoffentlich wieder eine Portion. Yeah! Die werden wir auch gleich einsetzen. Und dann hauen wir den zu Moos. Zu Goblin Moos. Aber ich esse das sicher nicht. Wir nutzen da. Sehr gut. Bam. Aua. Jetzt haben wir auch schon ordentlich viel HP dazu bekommen. Durch die Level. Ups. Das ist ganz und gar fein, fein, fein. Yeah. Es war mir eine Ehre. Yeah, 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 yeah. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Supi. Besser gesagt Level up. Und wir haben ein Echokraut bekommen. Fein, fein, fein. Dam, 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 dam. Wenn wir dann Level 5 haben, gehe ich dann ganz kurz zu diesem Bogri speichern und dann ja, gehen wir weiter. Ein paar Gegner werden wir leider schon noch treffen, bis wir zum Endgegner kommen, also zum Endgegner dieses Waldes hier. Tschüssi! Die Firma dankt. Yeah, Augentropfen. Ich habe mir mal eingebildet, wenn man oft Klauen einsetzt, dass man quasi diese Fähigkeit auch mit skillt. Und dass man dann später leichter Sachen stibitzen kann. Dann mache ich das eigentlich sehr gerne, Sachen stibitzen. Also im Spiel halt, ne? Ja. Aua, Mistviech. Du bist des Todes, Isegrim. Sag ja, ich hab's ihm versprochen. Ja, zwei Viecherleins noch und dann sind wir schon erlöst. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn man jetzt da... Ach ja, das gibt's auch. Das ist auch möglich. Ein Hinterhalt. Das können sowohl Gegner haben als auch wir. Und der erste Angriff, beziehungsweise die Liste, die man da, die sich immer auffüllt, ne, die wird dann sofort voll sein und da kann man schön angreifen. So, nochmal stibitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt unser Zidane
das gleiche Level hat wie der Gegner oder höher, dass dann eben das Klauen besser funktioniert. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen. Bam! Das war's mit dir, du Mistviech. Ja. So, da war es noch eines. Keine Items. Schade, schade, schade. So, ein Viechelein noch. Man kann hier leider nicht springen. Nein, nein, das geht nicht. Nach Möglichkeit, das habe ich eh schon angekündigt, werde ich aus keinem Kampf fliehen, weil wir brauchen wirklich die ganzen Level-Ups. So, also Stipitzen. So. Warte, warte, warte. Aua. Und Angriff. Ich hoffe, das reicht. Yeah. Bravo. Das war jetzt sehr riskant, ich weiß. Supi. Yeah. Wup, 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 wup. Level up. Bestätigen. Bestätigen. Geht übrigens mit Enter auch. So, ich gehe da mal weg. So, geht das Ganze. Ach so, hallo. Wenn sie im Wald gelandet ist, wurde sie sicher schon vom Monster gefressen, sie fix. Die arme Garnet. So, hallo. Moskau. Ach ja, da ist ja auch noch was, was ich im Schloss schon vergessen habe und ich glaube, das ist gar nicht gut gewesen. Das Mognet. Ich kläre dich über das Mognet auf, Kubo. Das Mognet ist ein globaler Postdienst für Mogris von Mogris, Kubo. So können wir von irgendeinem Mogri einen Brief erhalten oder ihn bitten, einen zuzustellen, Kubo. Aber in letzter Zeit kommen nur noch selten Mogris vorbei, Kubo. Ich hätte so gern einen Brief, Kubo. Ja, das habe ich schon vermasselt, glaube ich. Weil im Schloss hätte ich, glaube ich, einen Brief bekommen. Den hätte ich dem Kerl da geben können. Vergessen. Scheiße. Also, tun wir mal speichern. So. Und ich würde sagen, nehmen wir noch den dritten. Und dann fangen wir wieder von oben an. So. Hui. Blub. Tschüss. Weil da oben kommen wir ja wieder. Nicht doch, kommen wir rein. Nö. Dann gehen wir weiter. Oder doch? Kann uns der heilen? Ich wollte mich nämlich heilen lassen. Okay. Müssen wir uns ein Fläschchen reinhauen. So. Und so. Wir haben eh schon 20. Was, so viel? Okay, dann hauen wir uns zwei rein. Würde ein drittes auch noch gehen, aber... Pff. Da. Tschüss. So, und weiter geht's. Jetzt erkunden wir den restlichen Teil, oder den nächsten Teil des Waldes, sagen wir so. Selbstverständlich werden uns auch hier Monster angreifen, so wie auch jetzt hier. Das ist gar nicht anders möglich. Aber das macht ja nichts. Wir stibitzen gleich wieder was. Yeah. Habe ich euch schon mal gesagt, wie toll das ist, dass man hier nichts mehr verpixelt sieht? Also die Figuren. Jetzt sieht man auch die Waffen. Die schauen so schön aus. Jawohl. Yeah, ein Echokraut. Super. Und weiter geht's.
Bam, bam. Oh, Vivi. Oh, nein. Was ist denn das für ein Viech? Ah, Steine ist auch da. Was? Was bist du? Also, was machst du Biest nur mit der Prinzessin? Ich glaube, dass man mit dem nicht großartig diskutieren kann, ne? Los, Angriff! Mal schauen, ob du überhaupt was drauf hast, Herr Steiner, ne? Voll die Garnett entführt. Die Trance. Was ist das für ein Leuchten? Ich sprühe vor Kraft. Ist das etwa die Trance? Ich habe davon gehört. Sie wird durch Emotionsausbrüche hervorgerufen. Und jetzt wird aufgeräumt. Sehr schön. Das ist quasi der Super Saiyajin-Modus für Zidane. Den hat auch jedes Teammitglied, also kann es haben. Das ist die zweite Leiste, die sich dann auffüllen tut. Die Garnett kann man bestehlen. Das ist voll fies. Bäm. Ein habe nichts. Okay. Das ist schlecht gewesen. So. Dann muss man weg. Wow. Ordentlich Schaden. Herr von uns zu Steiner hat so keine Fähigkeiten. Dann eben der normale Angriff. Hörst du auf, die von der armen Garnett was zu spitzen? Bist Viech. Bam. Vams. Schnell, heil sofort die Prinzessin. Oh. Machen wir das doch gleich. So. Daran. Zack. Linker Ast. Na los, wir schaffen das. Blödes Mistvieh. Ist ja ungeheuerlich, sowas. Arg. Oh, jetzt? Hey, der haut ab. Komm zurück, du Feigling. Prinzessin, Prinzessin. Wo ist sie denn bloß? Oje, oje, oje. Verschleppt von dem Monster. Ich hatte solche Angst. Ich konnte gar nicht mehr zaubern. Dieses schreckliche Monster wird sie bestimmt fressen. Oh, ich unnützer Wurm. Ich elender Versager. Ich war unfähig, die Prinzessin zu retten. Leute, noch ist es zu früh, resigniert aufzugeben. Dieses Viech war nur eine Marionette des Waldtyranns. Ich bin mir sicher, dass Prinzessin Garnett eben zu diesem Waldtyrann verschleppt wurde. Nun, wenn das so ist, dann sollten wir besser keine Zeit verlieren. Uwa! Na toll, jetzt haben sie Vivi geschnappt. Es. Das Unkraut da. Uwa! Hilfe! Magie scheint wirksam zu sein. Ach, der will mich auslutschen. Kann er jetzt ein Schwertdings? Nö. Ich dachte, da kommt schon was. Malchus erwischt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich könnte auch das Räuberauge verwenden, ne? Heia! Ja, genau das ist es. Schauen wir, ob er noch was hat. Diebstahl fehlgeschlagen, echt noch was. Na
Also mal wie heilen. Quatsch. Ha, ja. So. Na komm schon, du bist wie ich. Vor allem gut sind deine Spitze, wenn ich das so habe. Armer kleiner Bibi. Ha! Ja! Oh, look, noch immer nichts stibitzt. Er hat definitiv noch was. Quatsch. Unfassbar, wie schwer das zum Stibitzen ist. Ha ja! Und würde ich sagen, schmeißen wir mal die Tür. Noch immer fehlgeschlagen. Alter, viel länger kann ich das auch nicht mehr raus, so hinauszögern. Schwupp. Yeah! Jetzt müsste ich schon bald den Gegner heilen. Ah, ist glaube ich eh schon vorbei. Jawohl. Oh nein, das ist ein giftiger Dampf scheinbar. Also Nebel, also Sporen. Nebel, Sporen, Dampf. Jawohl. Was? Wir haben nichts? Na gut. Okay. Immerhin sowas. Augentropfen. Ja, damit. Und Gil. Ich hatte solche Angst. Bist du unverletzt? Mhm. Glaub schon. Verdammt. Oh, ist mir schlecht. Prinzess. Und da sind sie schon. Dahin. Da kannst du nochmal von Glück sprechen, dass Tidane dich gefunden hat. Aber keine Sorge. Du bist nicht vergiftet. Das Viech hat dir nur seine Sporen eingepflanzt. Wenn die erstmal aufblühen, werden sie dir deine gesamte Lebenskraft aussaugen. Werde ich dann sterben? Mach dir mal nicht ins Hemd. Mit diesem Gesöff bringe ich dich wieder auf Vordermann. Bäh, das schmeckt ja ekelhaft. Prinzessin, ich werde euch sogleich zu Hilfe eilen. Was willst du, Bandit? Du gehst schön in das hintere Zimmerchen, yep. Euch Unwürdigen ist es also völlig egal, wenn die Prinzessin von irgendwelchen Monstern gefressen wird. Ihr wollt sie einfach ihrem Schicksal überlassen? Du musst dich ausruhen, yep. Mach dich nicht verrückt wegen der Prinzessin. Überlass alles ruhig dem Chef, Jupp. Langsam, nicht so grob. Leg dich eine Weile aufs Ohr, Alterchen. Und trink auch deine Medizin schön brav, ja? Diese räudigen Hunde. Wer weiß, welche Qualen die Prinzessin gerade durchstehen muss. Wer kann schon diesem bärtigen Unhold trauen? Ob das wohl wahrhaftig ein Gegengift ist? Diese Farbe und dieser Gestank. Es ist mit Sicherheit ein Gift. Boah. Aber ich muss es versuchen. Sonst werde ich noch wirklich sterben. Verdammt. Ja. Dann halt runter damit. Nicht übel. Dieser Bitte kann ich nicht nachkommen. Du hast es doch selbst gesehen. Um uns herum sind lauter gierige Monster, Ausgeburten des Nebels, die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir doch alle platt, wenn wir zusammengehen. Mag sein, aber was wird dann aus den Verletzten? Die nehmen wir mit, ist doch klar. Dann sind wir aber wenig mobil, wenn die Monster über uns herfallen. Für die Prinzessin tut's mir zwar leid, aber sei's drum. Meine Leute genießen Vorrang.
Dreck, verdammter! Bis sich die Verletzten einigermaßen erholt haben, wird die gesamte Tantalus hierbleiben. Das ist mein letztes Wort. Und auf eigene Faust irgendwas unternehmen gibt's nicht. Hast du geschnallt, Zidane? Eine Frau im Stich lassen? Das hätte ich von dir nicht erwartet, alter Mann. Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Diese alten Herren von heute. Unglaublich. Oh, Quick Time Event. Active Time Event. Mal mit 1 klubschen. Na, geht er nicht? Will er nicht? Aber jetzt, oder? Ich breche hier aus. Ich verspreche es. Es ist doch ein leichtes, aus so einer kleinen Kammer auszubrechen. Was hat denn der für Zuckungen? Raus! Lass mich sofort hier raus! Warum geht denn das so schnell? Ist das normal? Bin ich etwa noch nicht völlig entgiftet? Das sollte eigentlich langsamer gehen. Eine Puppe. Prinzessin Garnett, 15 Jahre alt. Welch Schande, einer solch hässlichen Puppe den Namen einer Prinzessin zu geben. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Und überhaupt, warum sieht die Puppe so abgegriffelt aus? Ist ja widerlich. Das sollte eigentlich nicht so schnell gehen. Also ihr lieben Leute, die hier Final Fantasy und so das aufgebessert haben. Irgendwas ist da gerade verkehrt. Ich glaube, ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das vorgespult. Ich bin auf den falschen Knopf geraten. Jetzt scheint es wieder zu passen. Entschuldigung, mein Fehler. Aber da haben wir noch eins. Allein gelassen. Oh, die Ruby. Wo sind denn all? Was soll ich denn jetzt machen? Und, wen haben wir noch? Mike Luana Schotz. Da irgendwo müsst es doch sein, sie fix. Such. Sie ist einfach nicht zu finden, sie fix. Wo ist nun meine geliebte Garnett-Puppen hier, sie fix? Ohne die kann ich nachts nicht gut schlafen, sie fix. Mann, jetzt ist der ganze Tag wieder verhaut. Sie wird doch nicht vom Feuer verschlungen worden sein. Nee, die hat jetzt jemand anders. So. Oh, da liegt ja noch einer. Hallo. Zimperspieler. Es gibt also Pflanzen, die Menschen fressen. Kein Wunder, das ist ja hier der verwunschene Wald. Oh, eine Truhe. Yeah, armreif. Supidupi, supidupi, dupi, dupi, dupi. Da, halt. Da, achso, das wird er sein. Ja. Na, Blank. Was ist mit dir los, Zidane? Hast du Angst oder warum bist du so nervös? Abwarten und Tee trinken heißt die Devise. Momentan können wir nichts tun. Ja, du machst mir Spaß, Kumpel, echt. Wie geht's eigentlich den kleinen Bengel? Also den Schwarzmagier-Typen da. Oh, da ist auch nicht Ruhe. Yeah, Eta. War nicht da auch irgendwas? Tap. Irgendwas da. 116 Gil. Jawohl. Alle hopp. Tap. War hier noch was? Nein, nur der arme kleine Vivi. Oh. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was, nichts zu danken, Kleiner. Wir wären ohne deine Magie genauso dran gewesen. Für einen kleinen Mann scheinst du mir aber geübt im Umgang mit der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Du bist erst 9 Jahre alt. Wie groß willst du denn sein? Wer solche Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein wenig mehr Selbstvertrauen besitzen. Nicht aufs Aussehen kommt es an,
sondern aufs große Herz und den Willen, seine Träume verwirklichen zu wollen. Mhm. Den Satz kann man sich dick einrahmen. Tut mir leid, dass das Mädchen wegen mir... Ach was, das wird ja nicht deine... Das war ja nicht deine Schuld. Überlass nur alles Zitane hier. Ihr rettet sie aber bestimmt, ja, Herr Zitane? Hey, wir sind doch Kumpel. Ich bin einfach nur Zitane, okay? Mhm. Okay, Zitane. Passt, und ich sehe gerade mehr als Überlänge. Muha. Den Part beenden wir auch mal nicht so verkehrt. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!